nicht geht, ist, wenn sie nicht arbeiten und verlieren. Es gab so viele Leute, die uns gesagt haben, wie sehr sie Bock auf dieses Projekt haben, dass sie uns supporten, dass alles unterstützen wollen. Und jetzt geht's endlich los und ich bin gespannt, wie es wird. Ich bin Dia und ich freue mich, nächstes Jahr für Delay Sports an den Start zu gehen. Was mich da überzeugt hat, dabei zu sein, ist einfach die ganzen Zuschauer, die dabei sein werden. Vor so einer Kulisse zu spielen, Woche für Woche, ist für mich das Größte überhaupt. Wir sehen das alles ganz entspannt. Bei uns steht, wie gesagt, der Spaß im Vordergrund, Sportliche kommt daneben, aber das Ziel ist, fünfmal hintereinander aufzusteigen. Die Qualität ist schon sehr hoch, die Jungs haben Bock, kommen ja auch die meisten aus höheren Ligen. Für das Niveau, das wir hier spielen, denke ich mal, ist Eli einer, der hier gut mitspielen kann, hat seine magischen Momente. Der Gegner, die zweite Mannschaft von Viktoria Berlin, die eine überragende letzte Saison in der Kreisliga B gespielt hat und dort 29 von 30 Spielen gewann. Wieland und Beckmann setzen nach. Müller sieht Rohana. 0:1, 18. Minute. Delay Sports Berlin geht durchaus überraschend in Führung durch Jonas Rohana. Wieder Hermann für Kruse! Spiel gedreht, 90. Minute, das 2:1 für Viktoria Berlin. Viel mehr passiert dann auch nicht. Es bleibt beim 2:1 zwischen Viktoria Berlin 2 und Delay Sports Berlin. Das ist halt unser erstes Pflichtspiel, ist mein Verein und da ist mir natürlich wichtig, dass wir gewinnen. Die Stimmung in der Mannschaft ist relativ entspannt. Ich bin eigentlich nur nervös. Autogrammstunde und Fotosession vor einem Kreisliga-C-Spiel. Die Jungs um Ex-Hertha-Profis Sydney Friede zeigen schon beim Aufwärmen, dass sie richtig, richtig heiß sind. Und in der Liga, da dauert es ja knapp 3 Minuten, bis Dennis Müller eine riesige Portion Glück hat. Und schon steht's 1:0. Delay Sports, das ging fix. Und sieht Sydney Friede 3 Minuten nach dem 2:0 steht's 3:0. Und man merke sich, ist der Friede bei dir im Strafraum, dann geht's ganz bestimmt nicht friedlich zu. Und ich glaube, spätestens jetzt gleich wird der am liebsten den Controller gegen die Wand werfen. Luca in Canova, was ist das denn für ein Tor? 63. Minute, 4:0. Und spätestens jetzt sucht der ein oder andere bei Neukölln den Rage-Quit-Button. Minute 82, Jonas Rohana! Oh, wo packt er den denn aus? Einmal bitte R2 und Kreis mit Timed Finish. Und dann ist Schluss. Es wird, denke ich, ein gutes Spiel. Ich hoffe auf ein knappes Spiel, ein faires Spiel auf jeden Fall auch. Und wir haben sehr Respekt vor den Gegnern und auf dem Papier sind sie Favorit. Und mal gucken, wie das Spiel ausgehen wird. Der Gastgeber, der lief heute erstmals mit der Deutschen Krebshilfe auf den Jerseys auf. Und was machte eigentlich der Torwart des BFC da? Kerime umkreist den Torwart, die Defensive viel zu passiv. 1:0 in der 12. Spielminute. Jetzt eine Hereingabe per Kopf und dann ist es Paul Malzahn. 2:0 für Delay Sports, 27. Spielminute. Den Schlusspunkt markierte die rote Karte für Julius Nissle. Heute muss echt alles klappen, weil es ein guter Gegner, ein eingespielter Gegner. Ist natürlich auch taktisch sehr viel weiter als wir. Von daher muss, glaube ich, wirklich alles passen, dass hier irgendwas möglich ist. Nach dem Tor von Sydney habe ich mir gedacht, das ist so ein Multitalent einfach. Also der Junge, der hat so eine individuelle Klasse. Wenn das Ding beim Stand von 0:0 passiert, dann wäre hier sogar mehr drin gewesen.
33 Punkte aus 11 Spielen, eine bessere Ausbeute ist überhaupt nicht möglich. Immer wieder Delay, Sydney Friede mit der feinen Seitenverlagerung, perfekt auf die Brust von Khalil und diesmal macht er den Treffer. Kamari diesmal als Vorbereiter, Julius Nissle mit der Ablage nach außen und am langen Pfosten wartet Sydney Friede, ein klasse Tor. Der Tabellenführer geht mit einer makellosen Bilanz und 36 Punkten aus 12 Spielen in die Winterpause. Das Ziel ist, fünfmal hintereinander aufzusteigen. Viele sagen, das ist relativ einfach für so einen Durchmarsch. Ich sage, es ist nicht so einfach. Die ersten zwei, drei Ligen vielleicht noch, aber irgendwann sind die Kicker auch besser. Mit einem Sieg heute im Spitzenspiel gegen den FC Grunewald würde das Team von Elias Nährlich den Aufstieg in die Kreisliga B perfekt machen. Dorian Fischer sucht und findet Bilal Kamari. Das ist eine Sache für Kamari. Bilal Kamari, was ist das für ein Supertor? Und es ist gleichzeitig Delays 123. Tor in dieser Spielzeit. Wahnsinn! Ist ein mega cooles Projekt, sehr, sehr geil und es macht einfach Spaß und macht wieder Freude am Fußball, einfach zu kicken, ist einfach cool. Und Meisterschaft ist ja ganz klar Zielvorgabe, ne? Die Schale holen, ganz klar. Ist so. Mit einem Torverhältnis von 152:11 könnte auf der Karl-Schumann-Sportanlage Delay Vereinsgeschichte geschrieben werden. Es wäre der erste Titel des noch jungen Clubs. Und auch in der Folge ist Delay Sports die klar bessere Mannschaft. Hier der Fehler von Jan Meyer. Elias Nährlich würde sagen, er ist der Wirt. Er spielt hier nämlich den Ball genau in den Fuß von Kirimé. Ein Doppelpass mit Kania und ein wunderbarer Abschluss von Kirimé. Später steht es 1:0. Nur eine Minute später, das ist Sheikh Khalil und das ist das Aluminium. Aber die Szene ist noch heiß. Kirimé ist zur Stelle, sagt danke, 13. Saisontor. Damit ist die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte in trockenen Tüchern. Wir sagen herzlichen Glückwunsch.